wahnsinnig dankbar darüber, was für ein Leben ich gerade habe. Und ich weiß, dass es sehr anders geworden wäre. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht so normal gehen würde. Eigentlich säße Dindia heute im Rollstuhl. Wäre da nicht ihre Mutter Anna, die einfach nicht aufgeben wollte. Aber was soll man denn machen? Also da hinsetzen und Küsschen geben bringt doch nichts. Und dann dachte ich, gut, ja, dann bringe ich jetzt das Gehen bei. Denn dachte, jetzt fange ich mal an. Aber ganz von vorn. Dindia kommt als scheinbar gesundes Wunschkind auf die Welt. Und in den ersten Wochen bemerkt niemand, dass dem Baby etwas fehlt. Doch bei einer Routineuntersuchung entdeckt ein Arzt, dass ihre linke Körperhälfte gelähmt ist. Ein Scan des Hirns bestätigt die Diagnose. Eine sogenannte Hemiparese durch einen Schlaganfall im Mutterleib. Man sah da eine Fläche, wo nichts mehr war. Und die war doch schon erschreckend groß. Und dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Und der Neurologe sagt aber, kann nicht sagen, was das für Folgen hat. Tatsächlich ist es möglich, dass andere Hirnareale die Funktionsstörungen übernehmen. Aber trotz täglicher Therapien kann Dindia mit 2,5 Jahren noch immer nicht laufen. Zieht sich nur an Gegenständen hoch. Steht gebeugt und fällt vor allem immer wieder hin. Dann versucht Ursula, dich immer dazu zu bringen, aufzustehen oder zu gehen. Also irgendwie wollten wir es nicht wahrhaben, dass du das nicht kannst. Naja, ich war halt einfach sehr instabil. Ja, klar. Ich habe mich schon ins Kleinste umgeworfen. Mit 3,5 kann Dindia zwar halbwegs laufen, aber das linke Bein kann sie gar nicht bewusst ansteuern. Den linken Arm kaum. Je älter sie wird, umso stärker werden durch die Fehlhaltungen auch die Schmerzen. In der Schule hänseln sie Mitschüler, stellen Beine, grenzen sie aus. Als ich angefangen habe wahrzunehmen, dass ich anders bin und dass das Lachen jetzt nicht mit mir war, sondern über mich war, dann man möchte halt nicht mehr gesehen werden, man möchte unsichtbar sein und dann wird man natürlich immer und immer leiser. Mutter Anna begleitet Dindia zu allen Therapien und ist immer an ihrer Seite. Dindia ist 11, als die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Es bleibt nur der Rollstuhl. Andere Ärzte, zu denen man gerannt ist, sagten das Gleiche. Und in dem Moment wusste ich, es kommt von ärztlicher Seite nichts mehr. Anna will es nicht hinnehmen und beschließt, ihrer Tochter das Gehen beizubringen. Was hält Dindia davon? Wenn der Arzt sagt, es geht nicht, warum soll man dann... Ich habe meiner Mutter nicht geglaubt, dass... sie da noch was hinkriegen könnte, wenn der Arzt halt sagt, dass es nicht geht. Verständlich. Schließlich ist ihre Mutter keine Medizinerin. Doch Anna lässt sich nicht beirren. Aus ihren jahrelangen Beobachtungen entwickelt sie ein ganz eigenes Lauftraining für ihre Tochter. Ihre These? Dindias linkes Bein ist ja im Grunde gesund. Sie kann es nur nicht richtig ansteuern. Menschen, denen man ein Bein amputiert hat und die dann irgendwie mit einer Prothese laufen können, ganz normal gehen. Warum soll meine Tochter nicht ganz normal gehen können? Sie hat doch 2 Beine und dann benutzt sie das andere eben wie eine Prothese. Anna glaubt fest an ihre Theorie. Täglich bis zu 2 Stunden übt sie mit ihrer Tochter. Für eine Jugendliche nicht immer leicht. Es gab aber diesen Moment, wo ich gemerkt habe, dass was meine Mutter da gerade mit mir macht, funktioniert. Und ich kann ein normales Leben bekommen, wenn ich jetzt mit ihr zusammenarbeite. Und dann habe ich auch gemerkt, ich brauche mich hier nicht schräg, also querzustellen. Ich kann auf sie hören, sie weiß, was sie tut. Das Lauftraining ist erfolgreich, aber es gibt einen Haken. Sie ging wie eine Marionette, wie an Fäden. Alles, was sie machte, musste ich vorgeben. Sie war dann auch schon 15 und da muss man sich vorstellen, rennt die Mutter immer hinterher und ruft, Knie heben, Fuß da setzen, Knie nach außen, Schulter und so weiter. Dindia braucht diese Befehle, da der Schlaganfall Teile des sensorischen Zentrums in ihrem Gehirn zerstört hat. Dieser Defekt ist irreversibel. Das sensorische System sorgt unter anderem für die räumliche Wahrnehmung der eigenen Extremitäten. Menschen mit Hemiparese spüren somit nicht, ob sie zum Beispiel schief oder gerade stehen.
Auch damit will Anna sich nicht abfinden. Wenn sie den Dia nicht permanent Anweisungen geben will, muss es eben eine Maschine übernehmen. Die Künstlerin recherchiert, fragt sich bei Elektrofachmärkten durch und beginnt ohne technische Vorkenntnisse ein Gerät zu bauen, das genau diese Funktion übernehmen soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal mir was zusammengelötet. Also ich muss schauen, was macht der Körper, und sie muss eine Rückmeldung haben, was ihr Körper macht. 1:1. Sofort. Naja, das habe ich dann gebaut. Ihre Erfindung, inzwischen verbaut in eine Weste, misst, ob Dindia sich gerade hält. Okay, ich setze dir mal die Elektroden drauf. Diese werden auf beiden Schlüsselbeinen aufgeklebt und geben später kleine Stromstöße ab. Zusätzlich sind in der Weste 3 Lagesensoren vernäht, die die Körperhaltung erfassen. Diese Sensoren sind an ein Steuergerät angeschlossen. Wenn alles korrekt angelegt ist, muss nur noch der Oberkörper aufrecht positioniert werden. Okay, gerade? Ja, ich bin zufrieden. Hält Dindia sich nun schief, geben ihr die Elektroden kleine Stromstöße. Und sie kann sich ausrichten. So vermeidet Dindia auch Fehlhaltungen, die ihre Gelenke belasten und Schmerzen verursachen. Also ich bekomme dann halt immer quasi einen kleinen Schlag, wenn ich einen Fehler mache. Aber es ist nicht schmerzhaft, es soll aber unangenehm sein, damit es halt auch einprägsam ist. So lernen die Trägerinnen und Träger schnell, diese kleinen Stromschläge zu vermeiden. Sie müssen nur aufrecht gehen. Eine Methode, die schon bei der ersten Version der Weste 2006 Hoffnung machte. Der Witz war, dass das sofort super funktionierte. Also nach 3 Tagen waren diese Bewegungen flüssig. Und das ging so schnell. Und dann war für mich klar, es funktioniert. An der TU Berlin findet Anna Unterstützung. Der Leiter der medizinisch-technischen Fakultät, Dr. Rossdeutscher, nimmt sich ihrer an. Ich kann mich noch an das erste Ding erinnern, was Sie mir auf den Tisch gepackt haben. Ja, genau. Das war so ein großer Haufen Elektronik. Ja, genau. Nur das Kabel, alles verlötet schon, aber... Ja, das sind die Sachen, ne? Das ist das, was ich noch so Anfang kenne. Ja. Rossdeutscher erkennt das Potenzial der Entwicklung und hilft Anna sofort. Er lässt seine Doktoranden neue, verbesserte Prototypen bauen. Das Gerät bekommt auch einen Namen, REMOD für Remember Motion Device. Eine Künstlerin vollkommen ohne Ahnung von Technik. Wie konnte sie das schaffen? Das ist einfach Mutter, Empathie, Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. Mit dem Hintergrund, ich muss meiner Tochter helfen. Dass man damit glücklicherweise auch anderen helfen kann, ist ja nur umso besser. Inzwischen gibt es die 10. Version der Weste. Anna hat 2015 gemeinsam mit Dindia ein Start-up gegründet, um Zuschüsse und eine medizintechnische Zulassung zu bekommen. Denn nur mit ihr darf sie auch mit anderen Patienten arbeiten. So wie heute mit der 10-jährigen Charlotte. Seit 4 Wochen trainiert sie mit Annas Trainingsprogramm und der Weste. Jetzt hebst du nur mal das Knie hoch. Knie gerade machen, aber nicht den Oberkörper, das so aufsetzen. So. Wenn wir nämlich jetzt das so ein bisschen geübt haben, dass du es kannst, dann kannst du das von selber, dann geht das ganz einfach. Auch Charlotte hat große Probleme beim Gehen. Sie hat eine Hirnschädigung während der Schwangerschaft erlitten. Eine Zerebralparese. Im Alltag braucht Charlotte Gehhilfen. Anna will ihr beibringen, ohne diese gehen zu lernen. Erste Fortschritte sind schon zu erkennen, auch wenn das Training hart ist. Okay, ganz schön schwer, ne? Setz dich ruhig noch mal. K.O.? Ja. Ja, gut. Charlotte steht noch ganz am Anfang des Trainings. Doch schon jetzt hat sie auch dank der Weste Fortschritte gemacht. Das bringt die 10-Jährige ihrem großen Wunsch einen kleinen Schritt näher. Na, dass es dann halt besser wird, dass ich besser laufen kann. Dindia und Anna haben einen langen Weg hinter sich und viele Menschen inspiriert.
Ich sehe das aus heutiger Sicht eher so pragmatisch. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist eher, das war eine Aufgabe, die zu lösen war. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich möchte nicht nochmal gesund geboren werden. Ich möchte wirklich diese Lähmung haben, die ich habe, weil sie mir so viel beigebracht hat. Also ich reagiere sehr allergisch auf das Wort unmöglich, weil das halt dann, ja, ich habe halt gemerkt, dass auch wirklich, wenn alle sagen, es geht nicht, dann es geht halt doch. Und deswegen kann man da doch eigentlich immer weiterkämpfen. Das hat mir meine Mutter eigentlich gezeigt. Deswegen ist sie ein sehr gutes Modell für mich. Nur weil sie nie aufgegeben haben, kann Dindya heute solche Abenteuer erleben. Wenn das keinen Mut macht.